Ahoi, hoi und herzlich willkommen zu Rolfs Filmkritiken. The Lost City, das Geheimnis der verlorenen Stadt. Auch wenn mich das Cover eher abgeschreckt hat, fand ich den Cast mit Sandra Bullock, Channing Tatum, Brad Pitt und Daniel Radcliffe sehr interessant. Die Actionkomödie wurde von den Brüdern Adam und Aaron Nee inszeniert, die schon Band of Robbers zusammen gemacht haben. Sandra Bullock spielt hier eine Autorin von Liebesromanen namens Loretta, die ihre eigenen Werke für Schund hält. Mit einer zynischen Sicht auf ihre Leser kann sie den Erfolg ihrer Bücher nicht nachvollziehen. Denn obwohl immer weniger Menschen lesen, verkaufen sich ihre Liebesschnulzen immer noch am besten. Seit ihrem erfolgreichen Debüt ziert das von Channing Tatum gespielte Model Ellen ihre Cover. Der soll in der Öffentlichkeit den Helden des Buches namens Dash verkörpern. Allerdings ist er im echten Leben kein Draufgänger, sondern eher ein Angsthase und Trottel. Jedenfalls schreibt Autorin Loretta nicht nur Liebesszenen in ihre Romane, sondern beschäftigt sich auch mit Archäologie. Aufgrund ihres Zynismus glaubt sie jedoch, dass sich niemand für diese Passagen interessiert und alle nur zu den Sexszenen springen. Einer interessiert sich aber im besonderen Maße dafür. Der von Daniel Radcliffe gespielte Abigail entdeckt in einem ihrer Werke eine perfekte Übersetzung einer antiken Sprache. Nun glaubt er, dass er mit Hilfe von Lorettas Sprachkünsten ein wertvolles, verloren geglaubtes Artefakt bergen könnte. Kurzerhand entführt er sie und da die Polizei wie in so vielen Filmen dieser Art als Idioten dargestellt werden, obliegt es Dash bzw. Ellen, sie zu retten. Uns erwartet dabei ein Trash-Film vom Feinsten, mit mal infantilem, mal tiefgreifendem, manchmal aber auch erstaunlich oberflächlichem Humor, dekonstruiert The Lost City die Genre Action, Abenteuer und Liebesfilm. Der Zynismus der Hauptprotagonistin dominiert dabei aber nicht die Botschaft des Films. Im Gegenteil, die Konsumenten von besagten Genres werden nicht bloßgestellt, sondern es wird sowohl über sie als auch mit ihnen gelacht. Um eine Phrase zu bemühen, der Film will niemandem wehtun. Er will Spaß machen, lustig sein, gut aussehen und gleichzeitig auch noch eine Botschaft vermitteln. So wechseln sich dann gute Szenen mit weniger gelungenen ab und mal ist der Film erstaunlich reflektiert, nur um im nächsten Moment wieder infantil und vorhersehbar zu werden. Trotzdem wird man ständig überrascht, da der Film sich auch immer mal traut, mit Konventionen zu brechen. So ist zum Beispiel die Rolle von Brad Pitt zum Brüllen komisch und nimmt einen wenig vorhersehbaren Verlauf. Besonders amüsiert habe ich mich über sein Reisegefährt. Aber auch die anderen Charaktere sind witzig geschrieben. Gerade wenn der opulente Intellekt Lorettas auf die Einfältigkeit Ellens trifft, musste ich doch an einigen Stellen lachen. Leider geht The Lost City am Ende hin die Luft aus. Bereits nach zwei Dritteln flacht die Qualität deutlich ab und der Film verlässt sich auf konservative Versatzstücke. Zwar finden wir auch hier noch den einen oder anderen gelungenen Witz, doch habe ich mich dabei ertappt, wie ich ungeduldig auf die Uhr schaute. Hat der Film am Anfang noch welche zu bieten, wartet man am Ende auf große Überraschungen. Auch Daniel Radcliffes Rolle, die in der ersten Filmhälfte noch auf eine verschrobene Art überaus interessant war, verkommt zum Genre-Schurken, der leider auch nicht mehr auf einer Trash-Ebene funktioniert. Insgesamt gebe ich dem Geheimnis der verlorenen Stadt 6,5 von 10 Punkten. Er fängt sehr stark an, ist in Teilen eine gewitzte Dekonstruktion von Klischees und Genre-Konventionen, hat einen pointierten Humor und weiß zu unterhalten. Im letzten Drittel wird er dann aber langweilig und generisch, sodass ich von einem Kinobesuch abrate. Wartet lieber, bis es den Film im Stream, auf DVD oder im Free TV gibt. Zwar sind die Bilder nicht schlecht und gerade Channing Tatum-Fans werden auf ihre Kosten kommen, Stichwort nackter Hintern, aber man hat auch nichts außer ein paar Lachern verpasst, wenn man der Lost City auslässt. Dass das Publikum heutzutage so tolerant ist, dass sogar Leute wie ich eine Chance haben.